RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Ich hätte gerne das Sparmenü Nummer 6 und Nummer 7, bloß ein Kids Club Menü. Mensch, Moa, du alter Burger King, was treibt dich denn zu McDonald's? Ich und Burger King? Das kannst du mal knicken, ich gehe schon seit 10 Jahren nur bei McDonald's, Alter. BK kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Aha, also warst du schon mal dort. Psst, weiße, das bleibt unter uns, mein Mester. Aber mal was anderes, was treibt denn dich hierher? Mich? Na, das McDonald's einmal eins, was sonst? Du kommst also zu McDonald's, um Rechenaufgaben aus der ersten Klasse zu rechnen. Krasse Show. Ach Quatsch, das hat nichts mit Schule zu tun. Das ist die neue Aktion von McDonald's. Alles für 1 Euro. Zum Beispiel Hamburger, Cheeseburger. Bekommst du pro Stück für 1 Euro. Das ist echt preiswert. Ach, stimmt schon. Ist echt saubillig, ey. Da kann Werner nie behaupten, dass er verhungern würde, wenn er nur 1 Euro am Tag zum Leben hätte. Stimmt, aber von zu viel McDonald's wird man impotent. Echt? Wusste ich ja nun auch wieder nicht. Aber du, das ist doch bei Werner eh egal, ey. Ich meine, hey, schau mal, der ist nicht mehr ganz der Jüngste. Und ganz ehrlich unter uns, ich glaube, der ist schon länger impotent. Also, wer das mit der Potenz weiß, ganz einfach, mein Bester. Auf NBC kam gestern so ein Dokufilm, wo ein Typ sich einen Monat nur von McDonald's ernährt hat. Und am Ende des Monats war der beim Arzt. Ja, der Arzt meinte dann, er wäre impotent. Echt krass, warte mal. Ich habe letztens so einen ähnlichen Film gesehen. Da war so ein Typ und der ist immer auf Droge. Und nun hat er eben getestet, wie es ist, mal einen Monat ohne Drogen rauszukommen. Krass. Und was kam raus? Stopp, sag nix. Es kam raus, dass der auch impotent ist. Falsch, Mr. Hellseher. Es kam raus, dass er auch ganz normal ohne Joints leben kann und dass er das nicht unbedingt braucht und nicht unbedingt süchtig ist. Das ist ja irgendwie öde, Mann. Ich dachte schon, er ist impotent. Naja, man kann halt nicht durch alles impotent werden. Jo, hier haben sie. Stimmt so. Tschüss. Oha, ja, stimmt. Hier haben sie die 10 Euro noch und einen schönen Tag noch. Mensch, Mord, du versuchst das mit dem Stimmzutrick immer wieder. Meinst du, das klappt irgendwann mal? Ich meine, wer wird denn schon darauf reinfallen? Ach, irgendwann, mein Bester, wird einer mal nicht aufpassen. Und wenn ich schnell genug bin, schnallt er das nicht. Das nennt man Gehirnmanipulation. Indem man dem Gehirn schnell bekannte Informationen liefert und das Gehirn das nicht schnallt, beziehungsweise nicht verarbeitet. Weißt du, was ich glaube? Das klappt nur bei den Kloppis von Knaugspitz Kloppiheim. Dass die darauf reinfallen, das kann ich mir vorstellen. Ja, das klappt. Du bist und bleibst ein Schlitzohrmord. Aber weißt du was? Nach so viel McDonald's einmal eins würde ich sagen, ess du dein Zeug mit Caro und Jenny und wir treffen uns dann gleich in der Schenke zum Bier einmal 10. Das klingt gut, da bin ich bei, aber eine Frage gibt mich immer noch. Was denn, mein Bester? Na, ob Werner impotent ist. Ganz ehrlich, so genau will ich das gar nicht wissen. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.